Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, ich habe hier ein paar Sachen gemacht. Vor allem habe ich mal die Kisten geführt. Wir haben ja viel gefunden in dem letzten, auf der letzten Reise. Möchte ich kurz den Pilzgarten kaputt machen, aber wachsen lassen. Und jetzt müssen wir schauen. Hier hat es Pilze. Machen wir das hier rein, hä? Mal ein bisschen sortieren. Die da. Was sind die anderen Pilze da? Wood Pizza. Mach das so. Und da oben haben wir noch Knollen. Ah, Todeskappen. Da unten haben wir Pilze. Die nehmen wir hier hin. So. Ja. Okay, haben wir schon ein paar Pilze. Gut. Ja, wir haben schon so viele Sachen. Machen wir das gleich mal zu Blöcken, hä? Ja, das reicht. Schön viel Kohle. Mehr Redstone. Also, wir haben ja gesagt, wir machen den Baum aus diesem Dschungelholz. Da möchte ich schon recht groß dieses Dschungelholz anbauen. Und Dark Oak brauchen wir sehr viel. Für die Treppen ringsum und so. Dass wir auch hochkommen im Baum. Und die anderen dann für jedes Zimmer. Eine andere Holzart. So. Ja. Machen wir mal das später. Auf jeden Fall haben wir da noch da drüben. So, hier habe ich ja das Holz noch reingetan. Jogata zum Beispiel. Da die Setzlinge. Da möchte ich ein Säbelinde anpflanzen. Jogata nehmen wir mal zwei. Da, das ist für die Hölle. Mammutbaum, ja, lieber noch nicht hier. Und ich sehe gerade, wir haben mehr Setzlinge, hä? Von diesen Schwarzeichen. Weiden, ja, ist ein bisschen zu groß jetzt gerade hier. Mangrovensetzlinge möchte ich auch anpflanzen, hä? Ich weiß nicht, das ist ein. Ist das eine Baum, glaube ich schon. Magisches Setzling. Ja, ja. So. Okay. Jetzt schaue ich. Zeige ich euch noch die anderen Kisten. Gooseberry ist ja das Ding, wo wir schon viel angepflanzt haben. Ja, hier habe ich zwar noch die Blumen, die ich alles in die Kisten oben tun will. Ist das für die Wand? Für den Baumstamm? So, machen wir das raus und die Pilze kommen auch raus. Kann ich nachher nehmen. So. Gut, alles rein hier. Die nicht. So. Hier haben wir
noch die Pilze. Karotten können wir auch oben hin tun. Karotten, Pilze raus, Karotten rein. Da. Setzlinge raus. Inferno Pagonia. Cool. Keine Pilze. So wenig Pilze kommen. Okay. Hier haben wir auch keine Pilze. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Sachen reingelegt vom Garten. Eine Persimone. Kommen die nicht zu Bäumen machen irgendwie? Hä? Wie kann man denn die anpflanzen? Und hier haben wir noch mehr Pilze. Da Pilze. Und den kommt runter. Naja, können wir später mal. Auf jeden Fall Pilze mal Ding rein. Ja. Die Setzlinge kommen hier rein. Okay. Hopp. Pilze hier rein. So. Also, ich möchte gerne in diese Richtung die Bäume anpflanzen, weil ich da längere Zeit nicht etwas bauen werde. Und zwar ab hier ungefähr. Dann machen wir das mal kurz. So. Ja. Also die Let's Player, wo manche große Projekte machen, die schneiden immer alles raus, was so mit Farmen zu tun hat. Und das finde ich ein bisschen langweilig. Also, das finde ich gleich langweilig, weil dann sieht man ja eigentlich das, was Minecraft ausmacht, nicht mehr. Es ist schon klar, dass man tausendmal Holz wenig sehen will und so. Aber man hat ja immer wieder etwas zu bereden und alles Mögliche. Ist doch viel los. Und deshalb möchte ich schon ein bisschen drin lassen. Ich kann 90% rausschneiden, aber immer wieder. Nee, kein Bock. So, mal auch Birken fällen. Hier haben wir ein schöner See. Auch irgendwas machen. Das ist gut. Also, ich denke, wir dürfen auf der Seite oder nah am Haus werde ich dann die Tropik-Setzlinge hinbauen, damit sie einfach immer wieder spawnen, also Ding haben, dass sie wachsen, spielernäher. So. Haben wir schon fertig, voll. Nee. Gott, Gott. So, lassen wir mal da noch ein paar von den Birken mitnehmen. Gut, also jetzt pflanzen wir mal an. Machen noch dann die hier oben. So. Ja, die Birke muss ich ja auch noch nehmen. Können wir gleich zurück mit vollem Inventar und den Rest hier auch mitnehmen. Also, ich möchte gerne hier oben mag ich schon. So, ich hoffe, die wachsen so. So,
Die Dinge will ich dort unten machen, die Mangroven. Das ist Mangroven, ja. Und zwar eigentlich ins Wasser, aber geht nicht. Die kann ich hier sogar pflanzen. Ja, müssen die auch weg. Ich hoffe, die wachsen gut hier. So, Dille. Jacquard kann dazwischen. Hier und hier. Die noch wegmachen. Wie würde es aussehen, wenn man diese Sachen, also alle Rankenzeugs, runter wachsen lässt? Vom Baum dann, vom Großen. Ja, wir müssen Schwarzeichenbäume hier anpflanzen. So. Ja, hier muss ich dann alles noch wegmachen, die pflanze ich dann separat an. Oh, den hier. Brauche ich hier viel Platz. Das irgendwas Großes wird, dann bin ich am Arsch hier. Kann ich ganzen zwischen. Ja, dazwischen kann ich dann alles fällen. So, kann immer schön ernten, hä? Ach Mist. Ja, was brauchen wir die? So, nur noch diese Baum hier, weil die Pilze da drunter waren. Gut. Schön, super. Also wir haben hier sogar noch eine Gegend, die ja, wo Pilze sprießen, so, wo wir richtig gut das dazu bekommen. So. Schön. Von welchen haben wir am wenigsten? Champignon. Ein bisschen Champignon-Pflanze. Kann man die drauf hier? Nö. So. Schön. Gut. Also das Grünzeug kommt nach hinten. Apfel kommt hier rein. So. Ja, hier habe ich die angepflanzt, die goldenen. Und hier die blauen. Das sind die schwarzen. Die nassen. Und die Tesla, das heißt irgendwie Nessel oder so. Keine Ahnung. Genesselt. Okay, jetzt muss ich schauen. Und dies. Ihr bekommt ein Hundehütchen. So, heute eine Holzfäller-Folge. Noch ein paar Sachen. Ich bin ein Sammler. Und das wisst ihr ganz genau. Ein Profisammler. Ich bin ein besserer Pokémon-Jäger in Minecraft. Als ihr vorstellen könnt. Hat nichts mit Pflanzensammeln zu tun, aber. Ja. Pixelmon kommt sicher bald auch mal wieder. Aber ja, weil viele momentan machen, mache ich es nicht gerade nochmals.
So. Oh, die sind schon gewachsen. Oh, zuerst möchte ich die noch ernten. So. Ihr kommt später wieder hier drauf, wenn ich es nicht vergesse, aber ich möchte euch mitnehmen. So. Also, da noch ein bisschen, hä? Gut. Es gibt sicher so Beleuchtung, Baumbeleuchtung. jetzt fängt es an. Also. Das Jahrhundertprojekt Draco Basler baut einen Baum. Einen Baum. Oh, Blausos. Oh, ja. Ja, das muss auch noch verbaut werden. Das ist natürlich wahr. Mhm. Das ist nicht wahr. Wieso ist das nicht wahr? Gebt mir meine Setzlinge. Das muss doch kommen. Also. Das geht mal gar nicht, wenn die keine Setzlinge geben. Doch. Puh, hey. Gottchen. Die müssen mehr angepflanzt werden. Das wird der Hit. Das wird der Hit. Also, ich werde hier mal dann stehen und die wachsen lassen. Wir könnten noch kurz ein bisschen. Wieso ist es? Wieso leuchtet es hier? Hm. Nun gut. Was werden wir noch machen? Diese Pilze hier fällen. So. Erkunden wir doch hier ein bisschen die Gegend. Oh. Kastanien. Kastanien nehme ich mit. Wir haben Kastanienbaum, aber er soll doch die Früchte noch behalten. Er soll noch männlich sein. Hm. Erdbeeren. Das ist ein Kräutergarten. Nehmen wir Kräutergarten mit. Hm. Das ist der schöne Stein. Ja, müssen wir halt in der Farmwelt irgendwo suchen. Ja, was machen wir noch? Wir sind auf diesen Berg hoch. Ich werde sicher mal ein Video machen, sobald ich eine Kamera habe und euch zeigen, was bei uns so wächst in der Schweiz. Im Jura. Baselbieter Jura. Ich habe den größten Überblick über Basel. Also über Oberbaselbiet. Nicht die Stadt, sondern das Land. Und es ist einfach nur atemberaubend.
So. Oh, schon so spät. Ja. Dachte, ich könnte noch was machen in diesem Part, aber... Ja, sollen wir groß anfangen? Gut. Ach, hier rein. Boah, schön. Alle Farben. Also das Sämleichenholz, genau. So. Die wachsen nicht, die brauchen mehr Platz oder mehr Zeit noch. Mal hier schauen. So viel Kräuter gar nicht. Boah. Ich nehme die Müde mit. So. Das ist nicht der Schwanz des Truthahnes, das ist... Okay, das ist eine Pflanze. So, so, so. Ja, was machen wir mit dem Ivy? Die Ivys kommen hier drin. Ja. Ja, was soll ich jetzt mehr machen mit dem türkischen Turk? Mit dem Trutan Turke. Ja, ich werde ihn einfach zu den Pilzen tun, wenn es doch ein Pilz ist. Da haben wir noch einen Pilz. So. Ihr kommt mit. Der Zuckerrohr kann hier bleiben. Können wir an zwei Orten haben. Gut. Ja, toll. So viel. Also. Ja, die müssen wir auch fällen. Die haben wir noch nicht gefällt. Also die haben wir angepflanzt, aber nicht gefällt. Und... Oh, ganz normaler Fisch. Fischen könnte man nochmals oder so. Ich habe aber keine Fischerroute, die verzaubern. Wir könnten eine Fischerroute verzaubern nochmals. Schauen wir mal kurz. Wo ist meine Fischertruhe? Wo war die schon wieder? Da. Ja. Eine Angel und die andere möchte ich ja herstellen. Gut, das mal in der Notiz mal. Das ist nicht so gut hier. Okay. Also verzaubern. Zuerst eine machen. Ja. Gut schauen. Da. So. Komm, zwei. So, Dille. Zuerst mal kurz die Bambusse rein. Die geben dann natürlich auch Holz zum Bauen. Und zuerst einmal, ich möchte gerne dich. Ach, Menno. Ich werde zuerst verzaubern. Ja, genau. Man muss natürlich alles haben. Köder. Köder ist mehr Fische. Oder schneller fangen. Haltbarkeit, sehr gut. Oh!
Seelengebunde und Glück des Meers kombinieren. Glück des Meeres 3. Haltbarkeit, Zauber und Meeresköder 2. Super Angel. Ha! Ich bin der Angelkönig. Ist mir egal, wie starke Angeln ihr habt. Ich hab die beste für mich. Also jetzt gehen wir ins Meer angeln. Ist das krass, Mann. Haben wir noch Speck hier. Wir angeln diesen Fisch hier. Roher Aal, ich hab den längsten. Willkommen beim Wettangeln auf Minecraft.com.net. Wir fischen ein paar lange Viecher. Gut. Quest abgeschlossen. Okay. Weil es langweilig ist, brechen wir den Bart. Mal ganz schön, also beenden ihn und dann im nächsten Part werden wir dann weiter angeln. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Was? Du freches Teil. Nein, nein, wir werden jetzt anders etwas Spannendes machen. Wir werden das Zauberbuch verzaubern. Gut, danke schön fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Tschüss.